So, herzlich willkommen, wirklich herzlich willkommen jetzt hier online. 40 Jahre Jubiläum, analog digitales Wandeln. Heute weiß es jeder, heute sind wir fast nur noch digital. Vor ein paar Sekunden hat noch ein Kunde gefragt, analog Bänder, analog Filme. Ja, wir digitalisieren, wir machen daraus neue, hochwertige für zu Hause. So, heute ist der 26.03.2019. Heute Mehrheit für Urheberrechtsreform ist unsicher. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Der Imperator Axel Voss, CDU, seines Zeichen Inquisitor, der das durchdrücken möchte, wie die Heilige Kirche ihre Bibel durchgedrückt hat im Mittelalter. Sagen wir es mal einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Kanzlei BBS, auch bei YouTube, hat ja heute Morgen sehr früh schon, ist mir auch nachher übermittelt worden, auf meinen Datenträger, Smartphone, gesagt, worum es wirklich ging oder gegangen ist mit Frankreich und das Ganze mit Gasleitungen und so, also Dealen. Auf Deutsch gesagt, die EU dealt immer. Also die Europäische Union dealt, bekommt von irgendeinem eine Lobby oder auch nicht Lobby oder von irgendjemandem, komm, mach, drück durch und so weiter. Uns wurde zwar gesagt, Axel Voss hätte da einen Deal mit dem anderen Herrn, Axel Springer. Mag sein, dass der auch dazwischen funkt. Kann aber auch sein, dass, wie gesagt, das, was die Kanzlei BBS, der nun mal bekannt ist durch ARD und ZDF als Medienrechtsberater, Anwalt, ja, dass halt da so ein Deal stattgefunden hat, um diese Art von Rechtsreform durchzudrücken. Wirksamer Leistungsschutz oder eine Gefahr für die freie Meinungsäußerung. Die Position zur EU und Urheberrechtsreform könnte kaum weiter auseinanderfliegen. Nun sieht die Abstimmung im EU-Parlament an und die Mehrheit für die umstrittene Reform ist längst nicht sicher. Zum ersten Mal durch die 200.000 Demonstranten, durch 16 Bundesländer, 40.000 alleine in Berlin. Es könnte sein, dass heute sogar in Köln irgendwo noch eine kleine Demo stattfindet. In Brüssel oder in Straßburg sind halt keine aufgelaufen, die da irgendwie sagen würden, hey, hört mal unsere Bedenken. Hört mal unsere Bedenken. Gut, so ein Hacktash da, For the Web, durch Herrn Sir Tim Berners-Lee hört man auch nicht. Die Foundation oder beziehungsweise von der Foundation hört man auch nichts. Man hört halt etwas von den YouTubern. Noch einmal, einer ist schon sehr lange dabei, 40 Jahre wohlgemerkt, im wirtschaftlichen Ambiente. Und ich hatte auch gerade noch, warum bietet es nicht Kaffee an? So was Ähnliches gibt es bei uns in Griechenland auch. Nun, wir sind hier nicht in Griechenland, wir sind hier in dieser Stadt Essen, die kann man langsam vergessen. Hier ist nicht mehr allzu viel los, das sagen auch die Kunden. Und man kann hier auch nicht allzu viel anbieten, weil die Kunden damit nicht so richtig zu Rande kommen. Da komme ich aber auch gleich zu, und zwar nach der Werbung. So, willkommen nach der Werbung. Eigenwerbung, wie gesagt, 40 Jahre Jubiläum, analog digitales Wandeln. Begrüße alle Gäste, / Kunden, die durch Zufall dieses Video heute mal wieder sehen. Die Amerikaner werden heute nicht beglückt. Heute wird diese Sendung nicht in Englisch gemacht. Da sind wir also beim Kern heute. Urheberrechtsreform wird oder kommt nicht. Werden wir heute Abend sehen oder werdet ihr morgen erleben durch die Kanzlei, dass ich hier immer so rumzappel ist, weil ich hier immer wegrutsche. Um das auch gesagt zu haben. Also meine lieben Freunde, ihr seid total recht herzlich willkommen. Star Wars zum Beispiel als Kulisse, Star Wars als Dekoration und Star Wars halt für diejenigen, die das gerne mögen, für wenig Geld gekauft. So, ich selbst bin gerade dabei, den De Augustini Falken zu bauen. Ist nicht einfach, weil es schon lange nicht mehr, über 40 Jahre leider her, dass ich da Hand angelegt habe, um irgendwelche Sachen zu bauen, herzustellen und auf den Weg zu bringen. De Augustini, jeder der Ahnung hat, jeder der das selbst macht, weiß, die Schrauben zu schrauben, das ganze Metall ist ja so tellergroß, ne? Auf dem Tisch wird es passen. Ich habe das Unterteil jetzt schon mal fertig. Jetzt wollte ich mich so langsam an das Oberteil begeben, muss die Plastikteile noch auslegen und muss das dann zusammenschrauben. Ja, dann fange ich an. So, wenn das gute Stück fertig ist, könnte es sein, dass ich es nochmal auseinandernehme, könnte
könnte sein, dass ich das nochmal auseinandernehme. Ihr wisst ja, wenn ich Dreharbeiten habe, bin ich trotzdem immer noch mit der Welt verbunden. Aha, die Tochter meldet sich. Ich bin gleich wieder da. Unter uns ist das schön, oder nicht? Wenn man mit Smartphone arbeitet, wenn man mit dem Smartphone unterwegs ist und ja, sich unterhält, Filmchen schaut und so weiter und so fort. Muss natürlich nicht immer so ein Hightech-Teil sein, wie dieses jetzt hier. Muss auch nicht ein Tab sein, wo man mitarbeitet. Aber wenn man eine Firma ist, hat man das alles. Man hat Galaxy Tabs, man hat Galaxy Phones. Weil mit iPhone arbeite ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ihr seht ja anhand der Tastatur hier, dass hier drunter ein Ei ist. Ne? Ein Apple. So, sind wir weiter beim Thema. Wie gesagt, ich finde es super toll, wenn man so zwischendurch unterbrochen wird durch Töchterchen, die gerade Pause hat. Oder durch so einen Kaffee hier mit einer Star Wars Tasse. Dann an Sir Thomas Berners-Lee sind mit seinem For the Web. Dann, wie gesagt, über Herrn Axel Voss sind. Wieso er das da auf den Weg bringt. Wenn man dann die Wahrheit liest durch die Kanzlei WBS, warum das wirklich so ist. Mir muss man nicht zuhören, weil ich unwichtig bin. Ich fühle mich nicht wichtig. Natürlich hätte ich Interesse, also öffentlich gesagt, Interesse schon, irgendwas zu machen, weil ist ja alles da. Aber bis jetzt sind leider nicht gekommen. Und ihr müsst halt einfach nur googeln. Ihr müsst einfach bei YouTube reinschauen. Wie gesagt, die erklären euch alles. Ihr habt ja eure YouTube-Stars. Ich wollte nie einer werden, weil ich nie daran gedacht habe. Ich gehöre zu UPROM-TV. Da habe ich meine Erfolge gehabt. Du bist TV, das hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Die Musiker, die ich da hatte, vielleicht mache ich irgendwann die Bänder zu Ende. Ich habe damals halt auf einer sogenannten Hi8-Kamera aufgezeichnet. Somit muss ich diese Bänder erstmal einlesen, digitalisieren und dann auf die Timeline verändern und dann euch wieder eine Sendung rauszumachen. Ob es noch Sendungen gibt, weiß ich nicht. Soll mir auch egal sein. Es gibt sicherlich irgendwo Wege, da wieder eine Sendung zu machen. Ansonsten muss man nach Vivenco, kostet 360 Euro. Da kann man seine Filme auch einlesen und vermarkten und bringen. Ihr hört schon, ihr müsst Geld bezahlen für eure Videos dort. Früher war Dailymotion, 7load, Kiwego, halt da, wo man auch unterwegs war. Vor allen Dingen 7load. 7load war eine tolle Geschichte. Da habe ich sehr viele kennengelernt, die jetzt beruflich das machen, weil sie geerbt haben. Alex zum Beispiel hatte damals geerbt von der Oma. Ein eigenes Haus, eigenes Studio, eigene Kamera, hat also richtig gut geerbt und ist halt heute einer, der bei Saturn Mediamarkt für euch Werbung macht. Er hat das große Glück, die ganzen Maschinen sozusagen kostenlos zu bekommen, um euch die dann vorzuführen, auseinanderzunehmen. Und er macht es ziemlich spaßig, ist klar, weil er ja unterstützt wird. Ich werde nicht unterstützt, ich muss mich selbst unterstützen. Gelacht hat bis jetzt immer nur die GAFA. Ja, die GAFA, Google hat gelacht, weil da die Werbung läuft. Amazon hat gelacht, weil ich da die Sachen eingekauft habe für meine Kunden. Facebook hat gelacht, weil ich ständig Werbung haben wollte. Grüße, hallo. Was darf sein? So. 1979 habe ich die Firma gegründet und ich hatte das große Glück mit dem zweiten deutschen Fernsehen und mit Wieso, die da vieles erklärt haben, konnte ich mich also selbstständig machen. Ne, Wieso gibt es, glaube ich, heute auch noch. Wie gesagt, das war 1979. So, dann lernte ich Dr., heute heißt er Professor Dr. Jura Ralf Höcker, der lebt leider in London, gehört zu einer wahnsinnig großen Kanzlei, der die Rechtsirrtümer da verbreitet. Und da ich selbst Jura auch involviert, habe ich mir gedacht, lese mal, höre ihm zu. Und jetzt unterbreche ich halt nochmal, weil die Elektronik ruft. Und dann beantworte ich, weil die Pausen halt nicht so lange sind. Und ich finde es nett, wenn ich halt auch elektronisch gegrüßt werde zu 40 Jahre Jubiläum analog digitales Wandeln, und das war damals mit dem zweiten deutschen Fernsehen und mit Wieso möglich.
weil hier stand alles drin. Es steht ja heute noch, ist ja heute noch alles im Jahre 2019, alles noch hier, die ganzen Handelskammern. Aber wie gesagt, die Handelskammer heute braucht keiner mehr. Damals gab es das nicht. 1979 hatten wir Bit and Byte Theater, also wir haben ja gespielt bei Virgins of Kingsoft. Und danach hatten wir das Cyberspace Café. Cyberspace Café, da durfte man auch spielen. Heute lohnt sich das nicht mehr. Ist noch alles da. Auch die großen Monitore sind noch da. Der Amiga ist noch da. Ich könnte hier so eine Art Nostalgie machen. Das bringt aber nichts, weil die Nostalgie schaut man sich zwei, drei Mal an. Vielleicht, wenn man Glück hat, einmal. Und dann war es das. Und eine Firma ist mir wichtiger wie jetzt so ein YouTube-Video, was mir nichts bringt außer Ärger. Ihr wisst, dass ich Ärger dadurch bekomme, weil ständig einer da was drunter schreibt. Aus welch einem Grund auch immer. Jetzt habe ich wieder das große Pech, dass ein Auto vor der Tür steht und das Licht genau drauf fällt und mir in die Augen. Deswegen unterbreche ich. So, während der Arbeit habe ich mir so viel Zeit, wie ich hatte, ist durch. Artikel 13, ja, yeah, Artikel 13, man freut sich, yeah, 5 Millionen. Habt ihr geschrieben umsonst. Ja, ihr seid alles Lobbyisten, ihr seid Bots, ihr seid alle bezahlt worden. Wahnsinn, 5 Millionen sind bezahlt worden. 450 Euro, jo, alles klar. Also die Medien, die fetten Medien haben natürlich mal bitter gewonnen. Ja, Metre, da haben wir noch was vergessen, ne? Ja, hab ich gut aufbewahrt. Ja, wenn Kunden was liegen lassen, passe ich natürlich drauf auf. Das sind natürlich wichtige Sticks. So, wichtige Sticks, wo wichtige Daten drauf sind. So. Ich habe also, wie gesagt, mit sehr vielen Kunden heute wieder gesprochen. Ich habe mir die Kanzlei WBS, ich habe den Herrn Newstime mir angesehen. Ich habe auch das Originalparlament die ganze Zeit beobachtet. Also ist durch. Artikel 13, hurra, ist da. Keine Ahnung, wie lange ich diese Videos noch setzen kann. Ne, ist klar, da freut ihr euch ja. Ach, herrlich, demnächst alles Black Beauty hier. Okay, ach, hallo. So, es ist Feierabend, Artikel 13, 11, 17, also die gesamte Reform ist durch. 2 Jahre nun Zeit, hier das deutsche Gesetz daraus zu machen. Mal sehen, wie verschärft Artikel 13 in Deutschland umgesetzt wird für die Firmen. Ich bin selber eine Firma, ich habe damit nichts zu tun, weil das möchte ich nicht online. Man sieht ja, wenn man auf das Pferd online setzt, kann es sein, dass es einem durchgeht. Ich bin also immer noch Realist, ich habe eine reale Firma, wo alles real ist, mit realen Kunden, und da geht der Gaul noch nicht so durch. So, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf, ich habe mir das alles angesehen, ich habe euch alle gesehen, ich habe die Kanzlei WBS gesehen, live, ich habe alles live, während der Arbeit. Das hat ziemlich lange gedauert, dass ich jetzt Zeit habe, noch mal kurz zu sprechen. Ja, wie gesagt, Realisten, auf die hört man ja nicht. Ich hatte auch einige Politiker aus der Stadt Essen ja auch heute hier. Die fanden das alles nicht so lustig, weil die genau wissen, welches Echo da kommen könnte. Obwohl, wir sind ja alles Lemminge auf eine Art. Wir waren zwar, oder ihr wart, sag ich mal so, ihr wart 200.000 auf den Straßen, ihr habt 5 Millionen Unterschriften gesammelt und Petition. Ihr habt also vieles gemacht, um irgendetwas zu verhindern, womit ihr nicht einverstanden wart. So, wir Realisten, die also nichts damit zu tun haben, ich bin zwar ein YouTuber, bin schon lange dabei, habe mir aber nie Mühe gegeben, ein Star zu werden. Ich habe mir auch nie Mühe gegeben, eine genaue Zielgruppe zu haben. Ich habe immer experimentiert, hat auch viel Spaß gemacht, und wie gesagt, jetzt fragt man sich, das Hobby YouTube an den Nagel zu hängen, ja, nein, mal sehen, was man daraus macht, oder ernsthafter, es könnte ja auch sein, dass jetzt in der Ernsthaftigkeit kommt, dass YouTube einen fragt, möchtest du ernsthaft was machen, dann gibt man halt seine Datenpreis, bezahlt einen Obolus und hat vielleicht das Glück, dadurch was Besseres zu machen, was Kreativeres zu machen, wenn man halt dann kreativ sein darf. So im Moment weiß man ja eh nicht, da das Netz sich durch die 30 Jahre, also 30 Jahre gibt es jetzt dieses World Wide Web, und Sir Tim Berners-Lee möchte es im Mai
verändern, er will überhaupt verändern. Ich wiederhole mich jetzt noch einmal. Er möchte die GAFA, wie gesagt, terminieren. Ich meine, Donald Trump, der lacht sich kaputt. Er möchte halt sehen, wie ihr Amazon platt macht. Da lacht er sich kaputt. Er ist nun mal Geschäftsmann und kein Politiker. Lassen wir mal sein. Wir lassen jetzt alles mal sein. Wir haben ein Europa, was wir jetzt im Mai wählen können. Ich hoffe, die Jugend, also ihr alle, wählt irgendwie richtig. Ihr alle müsst eure eigene Zukunft schmieden. Wir, die Älteren, brauchen uns keine Zukunft schmieden. Wir können uns nur überlegen, machen wir da mit? Sind wir da ein Teil von? Ich bin jetzt zwar keine Marmeladenoma da, die da mit ihrem Urenkel da eine YouTuberin geworden ist, aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, noch einmal, ich habe mir nie einen Kopf drum gemacht, um irgendwie was zu werden im Internet, im World Wide Web. Es hat Spaß gemacht, etwas zu machen. Ja, in eine Rolle zu schlüpfen oder halt jetzt solche Videos hier zu machen während der Arbeit. Warum fragt man sich schon? Weil das Spaß macht. Einige haben Briefmarken gesammelt in früherem Leben da und Numismatiker, also Münzen. Andere haben da irgendwas von sich gegeben, andere stehen vor der Kamera und bekommen da, was weiß ich nicht alles, ist es richtig, YouTube und Facebook, wie die alle heißen, die klauen einem schon Zuschauer, sie klauen einem schon die Quote. Als reale Firma arbeitet man also auch real mit YouTube, Google, Amazon und natürlich Facebook, dass ich da nicht so viel investiere, weil es sich nicht lohnt. Als reale Dienstleistung lohnt sich dieses World Wide Web nicht. Weil die Menschen wollen hier arbeiten, sie möchten halt mit Maschinen arbeiten. Hier sind halt die Maschinen, die Angestellten. Diese Angestellten werden am Ende des Monats bezahlt, weil diese Angestellten, / Maschinen, jemandem gehören, die diese Maschinen zur Verfügung stellen. Aber in der heutigen Zeit ist alles so verworren, besonders diese gesamte Artikel, also dieses gesamte urheberrechtliche, also wir sind jetzt alles Künstler, wenn ich Künstler bin, werde ich sicherlich einen Vertrag machen mit YouTube und dann versuchen, Künstler zu sein, indem ich was mache, was auch Kunst wäre, sage ich jetzt mal. Im Moment habe ich es nicht gemacht, ich habe halt in die Kamera gesprochen, habe viele Experimente gemacht, um hinter die Wahrheit zu kommen. Habt ihr ja gemerkt, ich bin hinter die Wahrheit gekommen. Ich bin hinter die Wahrheit gekommen, der wahre Star Wars, die hier dekorativ an der Wand hängt, auch zwischendurch verkauft wird, weil wenn ein Jugendlicher mit leuchtenden Augen davor steht, warum soll ich dann Nein sagen? Die Dekoration wird halt immer weniger. Ich arbeite halt an einer neuen Dekoration, die ich dann, und die werde ich nicht verkaufen, weil diese Dekoration dann viel zu teuer war, um die überhaupt zu verkaufen. Es wird keiner vorbeikommen und sagen, komm, ich gebe dir so, oder ich tausche ein Auto gegen, versteht, was ich meine, also der Preis dieser Ware ist viel zu hoch, Ideologie und auch 100 Bags, also 100 Tüten, A12, 13, 14 Euro, ist schon eine Stange. Also 1600 Euro ausgeben für einen Falken oder 1600 Euro ausgeben für einen großen X-Wing aus Metall ist halt schon eine Hausnummer. Aber sich gar nichts gönnen bringt ja auch nichts. Das ist genauso wie gesagt mit Artikel 13. Ich heule jetzt hier nicht rum, weil ich viel zu stark Realist bin. Ich kriege das jeden Tag mit. Ich habe sie hier, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das, was ihr euch da hochschaukelt gegenseitig, ist ja alles fantastisch, ist ja auch, macht ja auch Spaß, was ihr da treibt, egal wer das ist, als YouTuber. Das Problem ist halt nur, dass die hohen Herrschaften alle da drin rumschwirren. Fernsehen schwirrt da drin rum, BR, ZDF, ARD, Deutschlandfunk, wie sie alle heißen, sind dort vertreten. Auf der einen Seite bin ich ja Nutznießer von YouTube, ich kann mir das ja streamen. Ich habe gestern eine wunderbare Sendung gestreamt, habe ich mir angeguckt. Dann habe ich, wie gesagt, euch verfolgt, indem ich mir das angeschaut habe, wie ihr eine Demo durchgezogen, wie ihr die Petition, wie ihr gesprochen. Ich habe mir das heute angesehen, wie die Politiker da, das eben mal so, war ja nicht viel. Man hat gesprochen, man hat, das war egal, auch die Wahrheit, dass es da vielleicht um eine Gasleitung ging,
in Frankreich. Es kann sein, dass Frankreich das mit den gelben Westen nicht mehr haben möchte, dass das aufhört. Jeder, wie gesagt, soll aufhören, Fotos zu machen. Jeder soll aufhören, in der Öffentlichkeit irgendwie was preiszugeben. Jeder soll aufhören, irgendwie ein Selfie von sich zu machen. Oder solche Sachen, was ich jetzt hier gemacht habe. Bei mir ist es egal, weil es war jetzt nicht gezielt. Ich habe keine Zielgruppe. Ich habe realistische Menschen, die real sind, die hier real erscheinen, auch real darüber sprechen und derselben Meinung sind wie meiner einer auch, dass das, was alles so ist, nicht stimmt. Es wird, also Unwissende, haben wir ja gemerkt, Unwissende machen Politik, Nichtwissende schieben das Geld nach, komm, mach mal, mach das, mach dies, mach jenes. Ich meine, es wird jetzt auffällig dadurch. Auf eine Art ist ja vielleicht gut, dass es jetzt gekommen ist, weil jeder jetzt auf seine Art wach geworden ist. So, ihr seid wach geworden, jetzt könnt ihr selber handeln. In der Handlung kommt dann die Tat. Ihr setzt diese Tat der Handlung um und vielleicht können wir ja damit, vielleicht haben wir ja auch Glück, vielleicht haben wir ja Glück, dass dieser Sir Tim Berners-Lee sein World Wide Web ändert, ist ja seins. Ist geschenkt worden, ist ein Geschenk. Ihr seht, wie missbraucht dieses Geschenk wird. Google hat YouTube gekauft. YouTube war früher in Belgien. Eine junge Truppe war das. Keine Ahnung, was die heute machen. Die Gründer von YouTube, könnte man ja mal gucken, was die heute machen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie in verschiedenen Räumen die E-Mails hin und her geschoben wurden als Test. Das waren auch Studenten. Es ist eine lange Zeit. Also 30 Jahre waren wir jetzt online, 30 Jahre hatten wir Spaß. Wir haben 30 Jahre, na okay, so lange noch nicht, aber wir haben jetzt lang genug diese sozialen Medien. Die damaligen waren zwar auch sozial, aber die waren aber strukturiert. Man konnte da selbstständig arbeiten, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also wir waren begeisterte Community und du.de Community von web.de. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Okay, Skypen hat Spaß gemacht. YouTube, AOL, beziehungsweise 7Load, Kiwego, Clipfish, MyVideo. Also sagen wir mal so, das Netz ist 30 Jahre alt und das Netz hat eine Menge Entwicklung hinter sich, aber jetzt im Moment ist es zu. Alles ist ruhig, alles ist so ein bisschen aufgeheizt. Man spürt zum ersten Mal, wenn man so einen Monitor anmacht, dass da wirklich Hass ist. Also man ist sauer. Man merkt richtig. Ja? Wenn man hier so rauf und runter fährt, von morgens bis abends jetzt nur Artikel 13, 17, 11, ja, ein schwarzer Tag für die Netzfreiheit, vor allem durch schwarze Stimmen. Ich weiß nicht, wer eine schwarze Stimme ist. Ist halt so, man weiß jetzt nicht, ob es wirklich die Gelbwesten waren in Frankreich, die dazu geführt haben, dass die Franzosen das plötzlich haben wollen. Man weiß es ja auch nicht, ob Sir Timothy Lee das wirklich ist, der das Manifest im November hochgefahren hat, im Mai nochmal vorstellen will, sein Solid und wie das alles heißt. Auf eine Art hat er recht, euch gehören eure Daten, ihr seid eure eigenen Herrscher über eure eigenen Daten, ihr seid, wer ihr seid und es gehört niemand anderem. So als Firma soll mir das egal sein. Die Firma Quer, genannt Sendung Quer aus dem Bayerischen Rundfunk. EU-Parlament stimmt für Ende der Zeitumstellung ab 2021, die nämlich jetzt auch noch kommt. Die Zeitumstellung hat man ja auch so ein Debakel, kommt oder kommt nicht. Ja, ne? Wie gesagt, ab 2021 ist das schon mal geregelt, dass wir dann keine Zeitumstellung mehr haben. Wir müssen noch 2 Jahre Zeit umstellen, jetzt Ende der Woche. Ja, eine Stunde schlafen wir dann wieder weniger, wird uns geklaut. Artikel 13 wird jetzt umgesetzt. Urheberrechtsreform, nicht Artikel 13, sondern alles. 11, die Terroristen, das sich einschleichen bei WhatsApp. Also sagen wir mal so, unsere Freiheit, unsere Kreativität. Okay, also wer das nicht mag, ich habe sehr viele reale Kunden heute gehabt, die haben das Internet etc. Wollen die nicht mehr. Haben ihr Alter, das ist richtig. Und ich stelle denen das ja als Firma zur Verfügung. Und wenn man dafür zahlen muss demnächst bei YouTube, dann sollte man sich wirklich überlegen, ernsthafter das Ganze zu betreiben.
eine Zielgruppe aufzubauen, müsste man abwägen, welche Zielgruppe man nimmt. Also die Älteren auf keinen Fall, weil die Älteren haben kein Interesse dafür. Das war eine Zeit lang okay. Die jungen Leute müsste man dann engagieren, aufbauen und daraus was machen. Daraus, wie gesagt, Stars entwickeln, die ihr dann mögt. Dadurch entsteht dann wieder Umsatz. Mit diesem Umsatz kann man diese dann bezahlen. Wie gesagt, ich habe damit keinen Umsatz gebildet, deswegen konnte ich da auch keinen bezahlen, weil das unlogisch wäre, wäre auch steuerrechtlich gar nicht möglich. Ja. Also wie gesagt, YouTube schalte ich jetzt mal ab, ich schalte jetzt alles ab, weil jetzt ist Feierabend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wie gesagt, seid traurig, seid nicht traurig, geht auf eine Demo, um die Uhrzeit war in Köln eine Ange... Ich weiß nicht, was das soll, ich meine... Man könnte sozusagen eine solidare Gemeinschaft jetzt gründen, eine Solidargemeinschaft der sogenannten Verlierer, jung gegen alt. Und man könnte als Solidargemeinschaft, sagen wir, einmal die Woche demonstrativ zeigen, dass man YouTuber ist, dass man jung ist, dass man verstanden hat, dass man nicht wahrgenommen wird. Man kann sagen, du, ihr wollt uns nicht, wir wollen euch nicht. Wir werden sehen, dass wir andere Politiker an die Macht bekommen, bis die uns verkackeiern. Mir soll es egal sein, weil wenn ihr junge Leute jetzt nehmt, die euch dann irgendwann verkackeiern, wie ihr uns verkackeiert, das ist halt so. Wir, die Älteren, sind raus statt drin. Früher waren die Älteren drin und wir Jugendlichen haben den angehört oder okay, wir haben auch reichlich Zoff 1968 bis 78, 79 haben wir ja auch. Den Dritten Weltkrieg hätten wir 89 beinahe gehabt durch Herrn Reagan. Also so leicht war die alte Zeit zu unserer Zeit auch nicht. Wir hatten genauso viel Kadaumes wie ihr. Wir hatten halt nicht so viel Möglichkeiten wie ihr. Ihr könnt euch beschäftigen, ja? Ihr könnt Filme gucken, wie ihr wollt. Ihr könnt einem Star Wars frönen. Jetzt, nach 42 Jahren, ist alles, sagen wir mal so, alles ist aufgebaut. Ihr habt 30 Jahre das World Wide Web, in denen ihr 30 Jahre geschöpft. Ja, wir haben halt ein bisschen mehr geschöpft und jetzt sind wir erschöpft. Wir fragen uns, soll das alles gewesen sein? So, was soll da jetzt Besseres sein, außer, ja, außer Zensuren? Das darfst du nicht, dies darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Wisst ihr, wenn man nichts mehr darf, dann schmeißt man halt einen Molotow und dann ist die Sache erledigt. Oder aber man schaltet ab, so wie ich jetzt abschalte und sage, wisst ihr was?